von der 4 zur 5 und das heißt natürlich bei uns eigentlich zur Startnummer 05. Die hat Nina, sie ist 13 Jahre alt und sie kommt aus Niederösterreich. Und ich möchte sie euch erstmal vorstellen. Hallo, ich bin Nina. Ich singe Bitte ohne mich. Im Original heißt es Could You Be the One von Anita. Could you be the one? Küsse mich, aber ich würde lieber Fernsehen. Ich habe zwei Hasen und dann habe ich eben noch eine Wüstenspringmaus. Wenn man die hält, dann beißt sie einem immer sofort in die Hände, aber trotzdem habe ich sie lieb. Ich liebe Tiere, weil sie einfach immer da sind und man immer sie einfach nehmen kann und mit ihnen knuddeln kann. Schauspielerin will ich werden, weil es mir so viel Spaß macht. Meistens machen wir Improvisationen, weil es einfach gut zur Übung ist und man natürlich, falls man auf der Bühne jetzt irgendwie den Text vergisst, irgendwas improvisieren muss. Du musst rausspucken. Spuck raus! Ein Kind wie die Nina, der sieht man sofort an, dass sie brennt. Toll, toll, toll. Danke. Ich gehe jetzt gleich auf die Bühne und das wird mir total Spaß machen, weil ich liebe es einfach, auf die Bühne zu gehen. Oh meine Güte, wenn am Sonntag die Verwandten anrücken, na dann ist für Nina der Tag schon gelaufen. Ihr Song stammt im Original von Anita und heißt The One. Bei uns ist sie allerdings nicht The One, sondern The Five, also natürlich Startnummer 05. Nina mit Bitte ohne mich. Das ist wieder ein schrecklicher Sonntag, für ein Kind ein echter Härtetest. Die Verwandten im Anmarsch. Heute ist Familienfest. Sie futtern Kaffee und Kuchen, sitzen um den Tisch wie festgeleint. Ich zähl die Krümel am Teller und frage mich, wann gehen die heim? Jeder drückt mich beglückt, weil sie mich gern sehen. Küssen mich, aber ich würde lieber Fernsehen. Steht doch auf, Leute, auf, so eine Party verzichtet. Ohne Ende. Und jeder sagt, ach, bist du groß. Man streicht mir durch die Haare, werd mir die nie wieder los. Bei einem Glas Prosecco packt Onkel Kurt die Klampfe aus und schmettert Schunkellieder wie an die Bob durchs ganze Haus. Geht sie nie. Da stiegen sie in den letzten Bus, womit uns die Erkenntnis bleibt. In Zukunft wird nur mehr geskypt. Dankeschön, Wiedersehen, all die Verwandten feiern jetzt nur im Netz. Bitte ohne mich, aber wir wollen natürlich nicht auf Sie verzichten. Und zum Glück warst du ja auch bei deiner Bewerbung sehr, sehr originell, denn du hast dir was Besonderes einfallen lassen. Was war das denn? Ja, also ich war zuerst als Junge verkleidet und habe sozusagen gesagt, dass man als Mädchen keine Chance hat, aber ja, jetzt bin ich hier. Schauen wir uns das mal an, wir haben da ein paar Bilder. Es war nämlich ein richtiges Täuschungsmanöver, muss man sagen. Nina und ihre Bewerbung. Hi. Mädchen haben keine Chance im Kiddie Contest. Es singen so viele. Aber ich habe eine Chance. Hat dich da? Bravo, oder?
Hat dich da auch ein bisschen die Conchita Wurst vielleicht inspiriert? Natürlich. Das mit dem Bart, oder? Das erinnert uns doch ein bisschen an sie. Man merkt aber schon, Nina, dass du ein gewisses schauspielerisches Talent hast, also nicht nur singen kannst. Und dieser Eindruck täuscht nicht, denn? Also ich gehe in die Schauspielschule und in den Kinderkurs, und weil ich möchte Schauspielerin werden. Hast du denn schon irgendwo gespielt? Ja, also ich habe in einigen Aufführungen eben vor meinen Schauspielschulen gespielt und in einer Serie. In einer Fernsehserie? Läuft die schon oder gibt sie bald zu sehen? Ja, die läuft nächsten Mittwoch. Eben noch hier auf unserer Showbühne und am nächsten Mittwoch schon wieder woanders im Fernsehen. Ja, sagt du mir. Unsere Nina mit Startnummer 05. Es gibt bei uns zwar keinen Oscar zu gewinnen, ich muss es wirklich sagen, aber doch zumindest möglicherweise eine Kiddie-Statuette. Dankeschön.